eure Videos. Moin Leute, wir sind in der 407. Folge. Ich wünsche gute Unterhaltung. Wir gucken mal da vorne zu dem BMW. Dem ist die Straße anscheinend nicht breit genug. Wir haben grün, von rechts kommt ein PKW, die Oma muss doch rot haben, Leute. Junge, Junge, Junge. Ja. Warum fährt die bei rot? Tja, ich geglotzte daran. Wir gucken uns da hinten raus den weißen Mercedes an. Bescheuert? Was ist denn los mit dir, du Assi-Mädel auf Straße nennt das Video. Leute, Lars hupt und der andere kriegt Ärger. Ich verstehe sowas wie, du kannst doch fahren und du Idiot, glaube ich, auch noch aus den Lippen zu lesen. Assi-Mädel passt. Auf die Straße rumspringen und die Leute. Kurz mal gucken, ob die Ausfahrt wieder aus dem Nichts kam. Ja, ich sehe keine blauen Schilder. Ich sehe keine Abfahrt. Nee, also gar keine Hinweise, dass hier jetzt irgendwie eine Abfahrt käme. Fahrer schwenken. Ich sitze hier in der Lawine. Hey! Du Penner! Dich doch, ey, bist du dumm oder was? Man wartet ja regelrecht bei diesen Videos mittlerweile drauf, dass die Leute, die riesige Scheiße bauen und sich an keine Regeln halten, dass die dann anschließend noch wie hier an dieser Stelle einen Brake-Check machen würden. Macht er aber nicht. Immerhin, lasst uns daran erfreuen. Der Radfahrer fährt hier ohne Licht. Ich glaube, der weiß das auch, weil warum sonst zieht er hier dann direkt in den Graben? Penner, Alter. Mach dein scheiß Licht an, ey. Es gibt Unfälle, die kann ich nicht verstehen, dass die passieren. Das hier ist so einer. Wenn du doch rückwärts fahren willst, guckst du dann nicht mal in den Spiegel oder was? Ich find's so bescheuert. Achtung! Alter! Du dämliche Alter! Werde ich nie verstehen. Das ist wie aus dem Bett morgens aufstehen und die Augen gar nicht aufmachen und so ins Leben gehen oder was. Das muss doch knallen. Ich verstehe es einfach nicht, Mann. Das sind solche Unfälle, die dürfen einfach nicht passieren. Damit es nicht falsch rüberkommt. Ich meine keinen Rangierfehler. So, das sieht ja so aus, als würde sie rückwärts fahren und überhaupt gar kein Auto hinter sich vermuten. Weißt du? Es ist ja nicht ein bisschen hin und her rangieren, wo man da mal dagegen kommt. Nein, es ist ja richtig Gas geben und rückwärts fahren. Oder wollte sie vorziehen und hat den Rückwärtsgang aus Versehen drin gehabt? Das ist natürlich, das kann natürlich auch noch sein, dass sie da irgendwie... Aber das ist ein Opel, da musst du den Ring hochziehen, um in den Rückwärtsgang zu kommen. Nein, das kann nicht sein, das kann auch nicht sein. Naja, es waren beides alte Karren. Marvin hat von ihr 50 Euro gekriegt, Sache war gegessen. Guten Appetit. Philly hat Vorfahrt, aber er sagt trotzdem, er hat sie überhaupt nicht gesehen. Naja, Philly hatte Vorfahrt, ist ja rechts vor links. Tja. Bin ein bisschen überrascht, dass ich das angenommen habe. Aber wir nehmen es einfach mal als Positivbeispiel. Franzi lässt hier schön Platz, dann kann von rechts der ganze Rotz noch abfließen und so. Aber halt Achtung, wenn dann da doch noch einer angeschissen kommt. ST sagt, hier ist 50. Er fährt ja nun schon viel zu schnell, wird dann ein bisschen langsamer, Taxi überholt und zieht ihm viel zu dicht vor die Nase. Übrigens, drei Passagiere hat der Taxi da an Bord und er sagte, also jetzt später, die guckten peinlich berührt einfach nur geradeaus. Du bist ein Sohn, weißt du das? ST möchte drüber reden, leider lässt er die Musik laut. Was der andere sagt, verstehen wir sowieso überhaupt nichts von. Deswegen schneide ich es einfach mal schneller zusammen. Abstand halten beim Einstellen, du warst 2 Meter vor mir. Was glauben deine Passagiere eigentlich gerade von dir? Nein, verhalte dich ordentlich.
Ja, das ist kein Grund. Der Taxifahrer sagte: Du bist hier in Berlin, Alter. Wie findet SD das? Was ein Loch. So, so. Stockt hier gerade so ein bisschen, hat sich so ein bisschen geknubbelt, weil da vorne die Abfahrt gesperrt ist. Aber naja, jetzt hat es sich ja wieder eingependelt. Jetzt ist es aber so, dass dieser weiße PKW vor uns, wo fährt er rum? Wer hat's gesehen? Ja? Hm? Ja, er fährt im toten Winkel des LKW. Thelme Meyere hat schon ein paar Mal Lichthupe gemacht, weil er es irgendwie gerochen hat. Deinen Hupen hat er eh nicht gehört, aber fahrt nie länger als nötig rechts neben dem LKW-Fahrer aus her. Ich hab's so kommen sehen, Deswegen habe ich schon die ganze Zeit dem LKW Lichthupe hinten reingedrückt, damit er das noch irgendwie hinkriegt. Na, nochmal kurz Fahrschule. Dieses Schild mit dem schwarzen Kreuz drin heißt Achtung Kreuzung und da ist immer rechts vor links. Wacholderfee sagt, war hinter der A-Säule versteckt, in Gedanken, in Stress gewesen, aber selber schuld. Naja, keiner verletzt. Und da liegt das Video so bei Horsi beim Verpixeln und der verpixelt und sagt sich irgendwann, hä, wieso hat denn der Schuld gekriegt? Ja, und das frage ich mich jetzt eigentlich auch. Guck mal, hier steht ja das Schild von wegen Achtung Kreuzung, ne? Danach ist immer rechts vor links. Das heißt, Wacholderfee muss anhalten. Ja, jetzt ist rechts, hat Horsi gesehen, aber eine Spielstraße. Wenn du aus einer Spielstraße kommst, dann hast du aber auch nie Vorfahrt. Das heißt, der muss auch warten. Der kann, darf da gar nicht durchfahren. So, jetzt hat's aber geknallt. Was denn jetzt los? Ne? In meinen Augen 50-50. Weil es ist ja ziemlich undurchsichtig hier. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich sogar falsch. Da muss man irgendwie da bei der Stadt mal nachfragen, was hier Phase ist. Ne? Und ich verstehe einfach nicht, dass Wacholderfee hier Schuld gekriegt haben soll. Weil das sehe ich nicht. Ja, Paragraph 1, gegenseitige Rücksichtnahme. Dann hätte, aber trotzdem, dann hätte, dann, nein, das geht nicht. Okay, Wacholderfee hält er jetzt an, weil er muss ja das Ding da von rechts durchlassen. Aber der muss auch anhalten, weil Wacholderfee ja erst durch muss. Ne? Also, beide hätten da gestanden bis zum Sankt-Nimmerlein-Tag und die wären nie losgefahren. Nie. Ne? Also, Pattsituation. Das ist in meinen Augen das Richtige. Und dann muss halt jeder anhalten und dann, ja, wie gesagt, Paragraph 1 gegenseitige Rücksichtnahme und dann muss der eine den anderen halt mal rauslassen. Aber dass Wacholderfee hier Schuld gekriegt hat, das sehe ich nicht. Entweder ich habe seine E-Mail falsch verstanden oder wie auch immer. Ich habe aber auch seine E-Mail nicht mehr. Ich kann nicht kontaktieren, ich weiß es nicht. Also falls Wacholderfee das hier sieht, schreibt doch mal in die Kommentare, was, wie, wo. Mich hätte hier wirklich mal diese Schuldfrage interessiert. Denn wie gesagt, also unserer Meinung nach, Horsis und meiner bescheidenen Meinung nach, dürfen diese Schilder da so in dieser Kombination nicht stehen. Noch ein Edit. Leute, ein Prüfer ist auf die Suche gegangen und hat bei Google Street View gesehen, wenn du da aus der Spielstraße rauskommst, steht da auch noch so ein Achtung-Kreuzung-Schild. Das ist ja wohl die reinste Katastrophe. Wer hat sich das ausgedacht? Sesam, öffne dir. Ah, es geht doch. Ich guck grad los. Oh, Achtung! Ah! Wow! Hey, schau, dieses dumme Siechen nicht retten, wenn sie rausfahren. Hä? Ja, genau. Hä? What she says? Willkommen im Schweizerdeutsch! Hast du nicht gesehen? Nein, ich habe mich dafür konzentriert und ich habe nicht erwartet, dass ich da... Oh, Scheiße! Ich habe es schon gesehen, klöpfen! Mal etwas vorgespult, was gibt das hier? Der Bulli steht da mit Warnblinkanlage, also kann man ja davon ausgehen, dass der da eine Panne hat und nicht mehr weiterfahren will, ne? Könnte man von ausgehen. Ja, du. Ja, was willst du, du Spiel? Was willst du? Stimmung. Wir schauen da hinten mal auf den LKW. Kommt der zu schnell in die Ausfahrt oder was ist hier los? Was hat der denn gemacht? Irgendwas Komisches hat er gemacht. Das darf normalerweise nicht passieren. Erstens hat er ABS. Das dürfte eigentlich gar nicht gehen. Der müsste trotzdem lenkbar bleiben. Denn er steht da jetzt mit links eingeschlagenen Rädern auf dieser Verkehrsinsel oder wie man es nennen soll. Also er wollte anscheinend noch mal links dran vorbei. Aber anscheinend ist er nur gerutscht. Aber warum rutscht er? Oder ist sein Anhänger nicht gebremst? Hat er vergessen, da hinten die Leitungen anzuschließen? Wenn du einen schweren Anhänger hinten dran hast, der nicht bremst, dann schiebt der dich einfach nur geradeaus weiter, wenn du bremsen willst. Das funktioniert halt einfach nicht.
Ja, oder, also irgendwas ist faul. Oder vielleicht ist auch die Straße einfach nur, es ist kein Winter. Vielleicht war die Straße jetzt nach Wochen das erste Mal wieder nass. Dann hast du einen richtigen, widerlichen Schmierfilm auf der Straße. Das kann natürlich auch passiert sein. Also ich kann in der Dunkelheit das Gesicht nicht richtig deuten. Entweder das ist ein Schimpfen mit einer Hand, die fuchtelt, oder es soll ein entschuldigendes Fuchteln sein und wir hoffen mal aufs Letzte, ne? Daumen hoch würde ich nehmen. Ich wünsche euch was. Tschüss.